in der Türkei sogar, auch die jetzt angeblich Holz befeuern, haben alle hintenrum versteckte Gasanlagen und das wird alles mit Gas beschleunigt. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wie lange ist es her? Wir sind bei Jamedina in Frankfurt. Irgendwie komplett aus meinem Gedächtnis, ich glaube auch aus vielen Gedächtnissen erstmal raus, Riesenhype gehabt. Also wohl der gehypteste Döner 2023. Voll abgerissen im ersten Test, Undercover-Test dafür. Ziemlich versagt, wenn ich so sagen darf. Versagt. Tausende von Nachrichten damals bekommen. Ich habe noch nie bei einem Video so viele Nachrichten bekommen, auch privat und auch so zwiespältige Nachrichten. Also, ich laber schon wieder Scheiße. Die einen voll überzeugt, aber auch sehr viele, die halt eben sehr, sehr enttäuscht waren vom Döner. Meiner Ansicht, der Hype damals, die Riesenschlangen, die bis hier vorne hingingen, das war einfach zu früh. Sie haben es nicht geschafft, diese Quali zu halten. Was ist passiert in der Zeit? Das wollen wir heute mit einem Besitzer, den ihr alle sehr sympathisch fandet, den Jakob, wollen wir abchecken. Ihn mal fragen, wie er das Ganze erlebt hat, wie das Ganze war. Wir wollen den Döner natürlich auch probieren und versuchen uns heute nochmal ein Bild zu machen, wie das Ganze jetzt nach 8 Monaten, glaube ich, aussieht. Da haben wir schon mal unseren ersten Mann hier. Oh ja, mein Lieber. Grüß dich, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Wie geht's dir? Auch, lange nicht gesehen, Mann, lange nicht gesehen. Gut siehst du aus? Ja, du auch, danke, danke. Ich wollte mal behaupten, du siehst besser aus als ich. Geil, ja, Jakob hat bestimmt schon vorgewarnt. Ich werde jetzt nach 8 Monaten mal hier an den Start kommen wieder und euren Döner testen. Ich habe mir gedacht, ich habe überlegt, jetzt, was mache ich? Frage ich euch jetzt als erstes erstmal aus oder teste ich erstmal? Vielleicht testen wir erstmal einen Döner. Komm einfach mal rein. Und dann gucken wir danach. Einfach reinstürmen. Okay, ich komme. Oldschool-Vibes. Ich war ja tatsächlich auch noch länger nicht hier, weil ich bei meinem zweiten Test ja undercover hier war, ne? Ja. Und beim, also der erste ist ja noch ein bisschen länger her. Ist schon eine Weile. Wir haben ja aufgemacht, du kamst ja direkt. Ich kam direkt. Ein paar Tage später war ich da. Mhm. Ich schau mal, also Jakob, wir haben schon mal geschrieben, er hat gesagt, ihr habt noch mal was am Döner verändert, Rezeptur verbessert, gemacht, getan. Und das soll jetzt noch mehr scheppern, sagt er. Probier's mal aus. Ich probier's. Geil. Guck mal, hier der Laden, Leute. Gut seht ihr aus, Jungs. Ja, der schöne Döner, alles natürlich Holzkohle. Also ein schönes Sprichwort, ich weiß nicht, ob ich es jetzt ganz genau wiedergebe. Da, wenn du ein Glas hast, das fast 33 Milliliter, versuchst einen Liter reinzukippen, wird alles überlaufen. So, dementsprechend, ich hoffe, ihr checkt, was ich meine. Die Jungs waren noch nicht bereit damals. Da war zu viel Ansturm. Moin, grüß dich, mein Lieber. Hi. Wir schnacken gleich, ne? Das ist Serkan hier. Alles gut bei dir? Ja, du siehst gesund aus. Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Ja, auch, danke, danke. Ich bin sehr gespannt. Also, ich muss mal von der Seite. Jakob hat gesagt, ihr habt den Döner nochmal verändert, nochmal verbessert. Ja, genau. Und nochmal oben drauf eingelegt, ja? Ja, nochmal eine Schippe drauf. Brot, ja, genau. Besser, alles. Genau. Er hat gesagt, ich soll nicht Pferdbrot sagen. Er haut mir aufs Maul. Er hat gesagt, ich soll Somonbrot sagen. Ja, genau, weil wir gehen wirklich nach den türkischen, also wie es auch in der Türkei ist, diese wirkliche Somonbrot. Ja? Mhm. Also genauso wie das Döner hier, also ist nicht so hier nachgemacht wie Europa-Standards, das ist wirklich für wie in der Türkei gedacht. Okay. Ich werde euch gleich nochmal interviewen. Wir machen nochmal ein Interview mit den Jungs. Ich habe Jakob auch schon gesagt, ich werde euch kein Feedback geben. Ihr müsst ein Video sehen, weil wenn er heute nicht abschneidet... Nein, du bleibst dir ja treu. Genau, genau. Deswegen kein Problem. Sonst haben wir danach Palaver, ich kenne das. Alles gut. Okay, perfekt, danke. Sehr schön. Komm mal einmal zu euch hinter den Tresen, ne Jungs? Perfekt. Hi, mein Lieber, grüß dich. Hallo. Oh, da ist das schöne Brot hier. Das ist das, was mir im ersten sogar noch besser gefallen hat, das Brot im ersten Test. Da ist der Kollege. Oh, die sind Verbrechen bei dem Döner und die auch, das kann man nicht machen. Bringt auch nichts. Ich habe das alles versucht, Leute. Wenn du so eine Soße nimmst, eine Standardsoße, ein Cocktail oder so, jeder Döner schmeckt wie ein Standarddöner. Gar nichts vermeiden, weil so gutes Fleisch, einfach wenig gewürzt, hat natürlich nicht so Geschmacksverstärker, betäubenden Explosionsgeschmack wie irgendeine Geschmacksverstärkerkeule. Die Soßen sind für die Sachen eben gemacht mit Geschmacksverstärkerkeule. Du schmeckst nicht mehr von gutem Fleisch, wenn du diese Soßen nimmst. Also ich habe die nicht gegessen, aber so in der Regel. Seht ihr da hinten in der Ecke, kommt es in die Waage, rein ins Brot. Guck mal, wer da ist in der Ecke. Jakob, grüß dich. Alles gut bei dir? Ja, der verlorene Sohn ist wieder da. Ja, der verlorene Sohn. Ja, wir haben hier noch ein Mikro für dich, Jakob. Das kannst du so an den Mund einfach halten. So ein bisschen. In den Mund rein? Ja, richtig in den Mund rein. Das mag er. Du
weißt ja, meine Kinder schauen auf. Ja, so. Stimmt, wir müssen aufpassen, wenn du das sagst. Du musst aufpassen, dass du hier... Ja. Dass du nicht, hier, zeig mal, mach mal, zeig mal. Wollen wir schon mal ein Interview machen, ein kleines Interview? Warum mit mir? Ich will mit dir ein kleines Interview machen, Jakob. Du musst viral gehen, gell? Das war ein schönes Video mit uns. Jakob sagt, er bringt gute Dank Klicks. Dank dir habe ich keine Ruhe mehr. Ja, ist so, ne? Deutschlandweit bekannt. War nicht so Sinn und Zweck, aber... Du weißt, ich kann dir nicht Nein sagen. Du kannst nicht Nein sagen, nein, ne? Wann war ich da? Zwei Tage nach Eröffnung? Ein oder zwei Wochen. Ein oder zwei Wochen. Ein oder zwei, das, ein oder zwei Wochen waren das. Also ist lange Zeit vergangen, seitdem ich das letzte Mal hier war, ne, Jakob? Keine Ahnung, fast ein halbes Jahr jetzt wieder. Fast ein halbes Jahr, ne? Ja, ja, du sollst ja... Ich hab vorhin so geguckt, acht Monate ist es her. Nein. Acht Monate seit dem ersten Test. So sieben, man halt. Acht Monate, ja. Du bist einer der Ältesten in der Dönerbranche. Ihr seid Opas jetzt hier in der Dönerbranche. Acht Monate ist schon einiges, ja. Kommt mir wie gestern vor, weil das war ja auch sehr wichtig, deine Meinung, habe ich ja damals auch gesagt, weil wir sind ja Fleischgroßhändler, Fleischproduzenten, Steak-Experten, weiß ich, einige Jahre mittlerweile, kommen wir auf die 10 Jahre zu. Und als wir den Döner entwickelt haben, habe ich ja deine Meinung unbewusst, du wusstest ja nicht von der Sache, dass ich dich undercover im YouTube-Videos, weil der deutsche Gaumen ist ja sehr wichtig. Und da habe ich dich inspiriert und das hat sich ja direkt wie Faust aufs Auge. Ja. Hast du ja selbst gesehen. Ja. Du warst normalerweise Mitproduzent. Ich war Mitproduzent, ja. Ja, aber dann war der, dank dir, wir waren ja schon seit Tag 1, ist ja immer gut besucht hier, aber durch dich war das ja nicht mehr zu ertragen. Das war krass, da haben wir rechts und links hunderte Meter von Schlangen gehabt. Natürlich, die Leute waren auch so. Wir haben alles Mögliche angeboten, Tee, Baklava und alles Mögliche, damit die es ein bisschen versüßen, aber die Schlange war einfach zu lange und die zwei Spieße haben nicht gereicht. Ja, ich werde da nochmal, Jakob, da mache ich jetzt nochmal eine separate Befragung zu dir, weil ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Ja, ja, warte gerne. Da mache ich sogar hier einmal die Interviewposition und du hast einmal komplett die Bühne für dich und ich hole mal eben mein Handy raus mit den Fragen. Stehen die Haare? Ja, die Haare stehen, die sehen super aus. Jetzt mal allgemein, wie hast du die Zeit erlebt nach meinem ersten Test? Einmal positiv, natürlich sind wir dankbar, dass wir auch in kürzer Zeit viral gehen, obwohl Medina, ja, Medina ist ja ein Begriff in Deutschland, in Europa. Aber nach dir war es mit der, also du bist ja in der Dönerschiene sehr, 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 sehr bekannt deutschlandweit, vielleicht sogar europaweit. Und dank dir ist es hier, wie gesagt, es ist dann Dings gegangen, es ist eskaliert, kann man das nennen, oder? Ja, es ist eskaliert, ne? Eskaliert, die Schlangen, du hast ein paar Videos geschickt, ja, die ging jeden Tag, ging bis da hinten. Da, ne? Also bis da hinten und hier bis da hinten, das waren zwei Schlangen, habe ich nicht gerne gesehen. Ja, ja. Und schneller geht's ja nicht. Ich will ja die Leute nicht einfach abwickeln. Es sei denn, du machst nochmal 10 Spieße, dann geht's. Aber auf die Schnelle mit so Holzkohle und die Lüftungen, da haben wir auch das Problem gehabt. Dann der zweite Spieß, das war zu stark für diese Anlage. Wir mussten schließen, neue Anlagen, neue Genehmigungen. Das hat dann auch 2-3 Monate gekostet. Aber das war zum Vorteil. Wir haben nochmal Mitarbeiter, noch mehr Mitarbeiter für die Produktion, dass wir jetzt bereit sind. Wir haben jetzt mittlerweile einen zweiten Dönerladen aufgemacht. Demnächst, also vielleicht sogar innerhalb einer Woche, machen wir auch in Mannheim einen Dönerladen auf. Es wird viral gehen. Das, was ich auch versprochen habe, geht auch. Die Nachfrage ist ja da. Aber diesen Döner kriegst du nicht schnell, weil das braucht diese Zeit. Also wir haben ja nur Holzbefeuerung. Du hast auch erzählt, viele haben Show, Holzbefeuerung, aber hinten Gas hinter. Sehr viele sogar. Also ich muss nochmal betonen, also wir haben in Deutschland nie, oder in Europa niemanden kopiert. Das heißt, ich habe 1:1 den türkischen Döner, so wie es vor hunderten von Jahren in der Türkei Döner produziert worden ist, so habe ich es gemacht. Das sind ja auch Mitarbeiter, die das auch vom Handwerk so auch kennen. Und in der Türkei sogar, auch die jetzt angeblich Holz befeuern, haben alle hintenrum versteckte Gasanlagen und das wird alles mit Gas, also beschleunigt. Das habe ich nicht gemacht zum Beispiel. Wir haben ja auch an der Rezeptur gearbeitet, wir haben an Fleisch gearbeitet. Details will ich nicht diesmal preisgeben, frag mich bitte nicht mehr Details. Okay. Wenn, dann vielleicht gebe ich es dir unter der Hand, okay. Aber so offiziell, damit man nicht so schnell kopieren kann. Okay. Ja, ja, der Geschmack ist jetzt perfektionisiert auf Deutsch. Okay, denkst du, für dich generell der Ansturm, der nach meinem Video kam, war das zu früh? Hättest du lieber später gewünscht? Ja, ja, ich hab's doch vorher schon geahnt. Ich weiß ja, wer du bist. Wollte ich nicht haben, aber du hast ja nicht, du bist, wie sagt man, nicht dran. Du hast Druck ausgeübt, du wolltest unbedingt schnell kommen, der Erste sein. Ja, ja, ja. Okay, das war zu früh, ja, genau. Hast du ja auch gesehen, die Leute haben sich dann beschwert. Ja, viele kamen, das wäre meine nächste Frage. Viele kamen damals, haben gesagt, die Qualität ist sehr ungleichbleibend. Ich habe noch nie so viel gespaltenes Feedback gekriegt. Manche haben gesagt, richtig geil, aber also, sehr viel haben auch also gesagt. Also eins muss ich, einmal hast du auch recht. Also es ist nicht, es ist teilweise richtig. Das heißt, wir haben einmal, weil wir eben ganz neu in dieser Döner
Branche sind. Sind aber viele Dönerläden 30, teilweise 40 Jahre, teilweise sogar vielleicht 50 Jahre auf dem Markt. Und dann kommt so ein Neuling und erobert schon den Markt ganz oben. Und wir haben viele Hater gehabt, leider, leider. Wir waren in Google teilweise der schlechteste Dönerladen in Deutschland, glaube ich. Also reden wir über die Hater ein bisschen. Also, wir hatten damals auch gesprochen, viele, was war da los genau? Viele, viele, ich will jetzt keine Namen nennen, auch unmittelbar in meiner Nähe, die ganzen Dönerläden, die waren, glaube ich, alle sauer. Das hast du teilweise auch hier gemerkt. Also deine Community, muss ich hier sagen, also das ist ja jetzt deine Community, einen herzlichen Dank an alle. Also ich liebe deine Community. Die kommen mit Respekt, die kommen auch mit Verständnis. Die sind einfach top. Also die haben Verständnis, die warten auch. Aber viele haben auch Leute hierher auch geschickt, ja, die auch so ein bisschen auch Aufstand gemacht haben. Wie kann der Döner so und also. Du wusstest schon, oder im Google, dass du direkt einen Stern bekommst, Kacke und was weiß ich. Also, das ist schon dumm gemacht. Wie gesagt, wir waren eine Zeit lang sogar der schlechteste Döner, glaube ich, sogar in Deutschland. So, die haben uns zerschmettert. Aber jetzt auch, wenn du früh in der Stunde kommst, mitten in der Nacht kommst, kriegst du den Döner zu fast 100% den gleichen. Wenn, dann wird es minimale kleine Änderungen geben. Natürlich, der Döner um 12 Uhr schmeckt anders, der Döner um 15 Uhr schmeckt anders, der Döner 23 Uhr schmeckt anders. 100%, weil, das weißt du ja selbst auch. Würdest du denn inzwischen sagen, ist es jetzt berechtigt der beste Döner Deutschlands, nach deiner Auffassung? Immer, ja, ja. Ich lerne ja aus Fehlern. Ich habe ja so habe ich auch den Döner entwickelt. Viele sagen, mein Döner ist der beste. So ist es nicht, nein. Also wir haben ja schon Lebenserfahrung. Wir haben ja viele Geschäftsmodelle auch nach oben getrieben. Ich frage ja auch viel nach. Also ich nehme viel Feedback mit. Wir testen und ich esse ja täglich diesen Döner. Also meines Erachtens ist er einer der besten in Europa. Für mich, also ich will jetzt nicht groß reden, aber müsste, glaube ich, bei deiner Liste ganz oben stehen. Dann nehmen wir die Wenn an. Wenn nicht, war das dein letztes Video. Dann werde ich heute da in der Mülltonne, Jakob. Ich habe irgendwo eine Mülltonne gesehen. Wo war die? Da werde ich landen heute. Viel Spaß jetzt bei Runde 1. Oh, ja, das gibt's auch nochmal schön dazu. So, Runde 1, Jakob, du sagst Runde 1 mit Summonbrot, ne? Ja. Dann nehmen wir Runde 1 Summon. Oh, guck mal, das schöne Brot. Das ist kein Vergleich, also so, dem Brot gibt's nirgends. Gibt es nirgends so. Ja, ja, das ist kein Pferdbrot, sagst du, ne? Ich hab noch nicht dort gegessen, aber es ist nicht das. Okay, das nehme ich und das werde ich auch nehmen dann. Es riecht halt wie so für die es außen vom Bäcker kennen, riecht wie ein klassisches Weizenbrötchen beim Bäcker. Ist leicht, ne? Es ist sehr leicht. Sehr leicht. Ja, komm, das nehmen wir. Wir haben auch jetzt 9. Das heißt, für den großen Hund haben wir auch einen großen XL. Ja. Wenn es so weitergeht, holen wir einen XXL. Ja. Wir haben 2 von diesen großen jetzt. Ah, okay. Wir haben 3 Brötchen. Oh, okay. Oh, richtig schön fettig. Döner. Viel mehr Fettanteil als letztes Mal, sagt Jakob auch. Mach aber so viel Fleisch wie bei anderen auch. Ja, ne? Standard. Das ist, das ist die Waage da, ne? Genau, wir nehmen ganz Standard. Ihr seht gleich, Leute, Standard Fleischmenge. Nochmal ein Fetteimer rein. Sehen wir hier Standard Fleischmenge. Bisschen Zitrone. Gut, dann nehmen wir den. Hier, das Brot wird hier gerade frisch gemacht. Ah, da haben wir das frisch gemacht. Das ist das zweite Brot von euch, ne? Ja, das ist das zweite. So, gucken wir mal. Hier ist unser schöner Döner. Sehen, Leute. Die Frische lacht mich sehr an. Diese Petersilie ist geil. Zwiebeln, alles. Also erstmal ganz andere Nummer zu meinem Undercover-Test. 100% andere Nummer. Schwer zu greifen, Leute. Ganz schwer zu greifen. Ich würde mal behaupten, wenn ich eins kann, eine Stärke von mir ist es, den Geschmack, den ich spüre, zu beschreiben. Da wird schwer, aber ich gebe mein Bestes. Du gehst rein in diesen Döner. Jakob, kannst du? Ich habe Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Wenn ihr hier rumturnt die ganze Zeit, ich kann überhaupt nicht denken. Könnt ihr einmal zur Seite gehen? Ich kann nicht richtig denken. Nee, am besten rein, Bruder. Am besten rein. Ich kann sonst nicht richtig denken. Puh.
einen ganz besonderen ersten Geschmack vom Fleisch. Du beißt rein. Es scheint so, dass das Fleisch erstmal nicht zu 100% reinbuchtet. Und die Gewürze, die zwar dezent sind, Fett wirkt natürlich geschmacksverstärkend. Und du hast so eine Mischung aus ganz dezentem Fleisch, das du aber noch nicht greifen kannst, aber es muss das Fleisch sein. So eine Gewürznote, die es durchdringt, schwillt durch deinen ganzen Mund, bleibt erstmal präsent und dann klingt das im Fleisch ab. Dann kommt der Fleischkick hinterher erst, wo du eigentlich schon gefühlt runtergeschluckt hast, eigentlich schon durch bist mit dem Biss. Gut, ganz knackig von außen, danach weich. Immer wieder der Knack von den Zwiebeln. Fleisch hat einen guten Biss. Es ist kein Kalbfleisch, Leute, das dürft ihr nicht vergessen. Nicht wie Kalb, ganz weich, sondern es hat noch einen gewissen Biss. Aber super, super vom Biss. Gewisse Härte noch drin, aber das muss bei diesem Fleisch. Das ist ja Fersenfleisch. Das ist von Haus aus ein bisschen härter, du spürst es im Biss. Und das mit den Zwiebeln und dem Knack, super Kombi. Brot erinnert einfach an ein normales Weizenbrot, ein deutsches Weizenbrot. Das ist einfach so, kann Jakob erzählen, was er will. Tut mir leid, wenn ich auch den, sag ich mal, der muslimischen Community auf die Füße trete. Das Sumunbrot, das wird nicht das gleiche sein, aber vom Geschmack ähnelt es einfach sehr hart. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sicher dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Das war ein Steakbiss des Todes, Leute. Ein Steakbiss des Todes. Ganz hart. Du schmeckst das geile Fett. Es muss das geile Fett sein. Och, bitte, Leute, ey. Der fährt da hinter mir los mit einem Lamborghini. Es geht so minimal, würde ich sagen, sogar in so eine Chili-Richtung über. So ganz dezent. Aber wirklich, wenn du dich nicht 100% fokussierst, du redest mit jemandem, du guckst ein Video, kannst du es nicht schmecken. Es funktioniert nicht. Das ist eine leichte Chili-Richtung, bisschen ins Pfeffrige. Und du hast 100% Steak-Charakter. Aber nicht Steak, sondern im Döner-Steak. Und wirklich gut. Klingt immer noch nach. Geschmack klingt nach. Ich habe so viel mit diesem Jakob geredet. Hätte ich das nicht getan, hätte ich gesagt, da sind minimal Geschmacksverstärker drin, weil das wirklich unnormal intensiv vollmundig ist. Das ist dieses Fett da drin. Brot wird unten dünner. Dieses Fluffige geht weg. Du hast leicht die Kruste, dann so ein bisschen ist pappiger. Pappig ist nicht immer schlecht, Leute. Mit pappig, gut gemeint pappig. Du hast so von der Konsistenz so ein bisschen pappigeres Brot, aber super. Es passt einfach. Ich denke, beim Döner ist es mal legitim, beim Burger mache ich es nicht gerne. Ah, Bruni! Du hast mich hier gestört mit deinem Sound. Kusti, hau rein, schönen Tag noch, ne? Danke, danke, Bro. Der Chris, korrekter Typ. Dem schreibe ich schon lange bei Instagram. Jetzt wird es ein bisschen tomatiger. Dieses Steak-Feeling, Leute, eben Welt. Das Gute bei so einem Döner ist ja, du hast es so dünn, du kannst die Fettverteilung wählen, wie du willst. Wenn du ein dickes Stück Fett hast, das mögen ja manche aber nicht, aber die haben es so platziert, dass es Fett und das ist das Geile beim Döner. Du kannst es platzieren, du kannst das Fett so platzieren, dass du den geilen Geschmack hast, aber es weder vom Biss so präsent ist, noch irgendwie dieser pure, komplett Fettgeschmack ist. Nein, platzierst es so, dass es den Effekt hat, aber wiederum nicht sonderlich auffällt. Das war dieser geile Steak-Charakter, Leute. Der Biss war sehr einzigartig. Trotzdem den anderen von den Jungs nochmal, der letztes Mal noch besser performt hat, mit Soße. Mit einem kleinen Klack Soße. Du brauchst hier keine Soße, aber obendrauf dieser Effekt von deftigem Fleisch zur abfedernder Joghurtsoße ist einfach Welt. Da kann man auch nochmal ein bisschen mit Soße probieren. Der Jakob ist ein Macher, Leute. Es geht weiter mit Runde 2. Aber ein bisschen. Du bist voller Geheimnisse. Aber egal, ich liebe komm dich. Komm mal mit, mein Lieber. Komm mal mit hier. Ich nehme dich mal beiseite jetzt hier. Ja. Was willst du mit mir machen? Ich muss eingestehen, es war Endlevel. Ja? Nein. Es war Endlevel, ja. Nein. Es war Endlevel, ja. Hab ich meine Hausaufgaben gemacht? Hast du? Ihr müsst euch so vorstellen, ich sage immer zu den Leuten, das hätte ich auch sonst gemacht. Und ich sage schon mit Ansage, wenn ich das nächste Mal komme, auch wenn es gut wird. Ich werde dir kein Feedback geben. Ja? Erst im Video. Ja, ist okay. Damit du nächstes Mal Bescheid. Hast du ja gesagt, hast du ja gesagt. Weil das habe ich eigentlich dieses Mal auch gesagt, weil ich habe keinen Bock auf das Gelaber danach, wenn scheiße wird. So. Ich finde dich. Aber nächstes Mal, wenn es kacke wird, wirklich, du siehst es im Video, egal ob es gut wird. Also mach dir keine Gedanken danach, nächstes Mal kriegst du ein Video-Feedback. Komplettes Feedback von heute kriegst du gleich, aber wir machen erstmal nochmal Runde 2 mit dem Brot von letztes Mal, Serkan, oder was hast du? Ja, erstmal machen wir nochmal das Brot von letztes Mal. Aber ne? Der war letztes nicht so gut. Den haben wir jetzt. Hasumon habt ihr arg verbessert. Der ist krass. Aber arg. Der ist brutal. Mit deutscher Qualitätsarbeit habt ihr das gefertigt, ne? Maschine. Wir haben ja den auch in groß jetzt, aber groß will ich dir jetzt nicht zumuten. Ich kann nicht mit großen Dingen umgehen. Das war auch ganz klein, ganz normal. Okay. Runde 2, das, was letztes Mal noch mehr rasiert hat. Noch mehr rasiert. Der ist auch frisch vom Backofen. Ja, frisch aus dem Backofen. Seht ihr, wie dünn die Kruste, das wackelt da richtig. Ja, da passen wir auf, damit das nicht so dick ist. Kann ich einmal riechen, kannst du mir an Nase halten? Du musst wirklich reden. Gut mal an der Nase. Nein, aber ich kann türkisch. Da war mal Haar. Da war mal Haar.
Weißt du meinen Spitznamen? Wie ist er? Die Locke. Die Locke, ja. Oh, jetzt kommt nochmal Runde 2. Oh, geil. Mach nochmal kurz in den Ofen. Guck, habt ihr gesehen, die machen da vom Boden nochmal Fett rüber. Richtig gut. Guter Move, dass das runterläuft. Das ist gut, Leute. Das ist keine Müllware. Da unten der eigene Saft rein da. So muss das. Da brauchst du eigentlich keine Soße. Wie gesagt, wir machen nur das genau wie letztes Mal. Da soll mal einer sagen, Holle macht keine guten Videos, ne? Also das soll mal einer sagen. Genau. So, wunderbar. Den nehmen wir mit. Oh, guck mal, hier wird auch wieder gebacken. Stark, stark. Oh, so. Das darf ich eigentlich gar nicht filmen. Ich muss jetzt Döner essen. So, Jakob, da habe ich meinen Kollegen. Einen schönen Ayran habe ich hier noch bekommen. Was willst du sagen dazu? Was willst du sagen? Ganz anderes Erlebnis jetzt. Viel weicher, diese Kruste außen, die fehlt halt. Es ist viel softer. Andere Soße als das Mal. Habe ich eigentlich gesehen. Ich dachte, vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung. Mit Dill gespickt. Ist geil. Aber weiß nicht, ob das zu viel ist für das gute Fleisch. Endlevel-Soße. Da kannst du nicht machen mit dem Fleisch. Du schmeckst doch das Fleisch nicht mehr. Es hat was, wenn du weißt, was für ein geiles Produkt du gerade isst. Dann bockt die Soße einfach ungemein. Nur das, dieses Fleisch-Feeling, dieses Steak-Feeling, was ich eben habe, wirst du nicht schmecken mit dieser Soße. Es geht nicht. Das Brot ist so anders im Mund auch. Das, was bei dem anderen Brot, dieses Pappige, wo du reinbeißt, ein bisschen dieses Zähe, wo du ein bisschen länger was von hast. Hier eher das Unscheinbare. Du beißt rein, es verteilt sich schon im Mund. Du reißt einzelne Stücken ab. Bam, bam, wie Zuckerwatte. Da geht es so ein bisschen im Mund, wisst ihr? Nicht mal präsenter, aber du hast, wie gesagt, länger was von. Du beißt länger drauf. Jetzt geiles Erlebnis. Erstmal Fleischkruste. Ist mir gar nicht aufgefallen. Im ersten Döner diese Kruste, die zum Beispiel bei Pferd so präsent ist. Ich habe es nicht vermisst. Es wäre wahrscheinlich ein geiles Upgrade noch zusätzlich gewesen. Aber es war nicht da. Ich habe keinen Moment gehabt, wo ich geile krosse Kruste gehabt habe, die so geschmeckt haben. Hier hätte ich jetzt geile Kruste im Abklang mit diesen geilen Körnern drauf. Du hast so kleine Körner bewegen können, Leute. Das sind einfach nur Körner. Das ist Sesam, schwarzer Kümmel wahrscheinlich. Und was das in deinem Mund macht, du brauchst auch keine Geschmacksverstärker. Das ist der Grund auch, warum viele Döner und so weiter alle gleich schmecken. Du hast zum Schluss die betäubte Fresse und das war's. Aber dieser Döner ist einzigartig. Du schmeckst jeden Millimeter, den sie sich hier überlegt haben und kreiert haben, damit du hier dieses Erlebnis hast. Ich muss jetzt einfach sagen, damit es raus ist. Wir testen gleich noch seine Special-Kreation. Also bleibt trotzdem dran. Bleibt trotzdem dran. Also wer jetzt abschaltet, nachdem ich euch jetzt das schon sage, Feierabend, weil wir müssen seine Special-Kreation gleich noch. So wie das jetzt hier ist, und wir müssen uns gleich noch einen Plan überlegen, ob wir in diesem Video schon einen Undercover-Test machen, weil nie wieder wird ein Döner bei mir so krass ins Ranking reinkommen ohne Undercover-Test. Das gibt es nicht. Eventuell machen wir den auch schon in diesem Video. Du bist letztes Mal voll abgerissen, Undercover-Test versagt. Weil so wie er hier präsentiert wird, dieser Döner, und es muss jetzt raus, weil es jetzt meine Emotionen sind. Speziell auch noch der eben, hier bin ich noch nicht mal fertig. Weil da kommt nichts dran, gerade in Deutschland. Da kommt nichts dran. Kompromisslos nicht, dieser Steak-Geschmack, diese Liebe zum Detail, dieser Fettcharakter. Es ist nicht in Worte zu fassen. Es ist ein komplettes Produkt, wo du wahrscheinlich keinen Fehler finden kannst. Und das ist in Deutschland gerade der Einzige, der knapp drüber ist, es fair hat. Er ist der Einzige und das auch nur knapp. Also so wie er hier jetzt präsentiert wird, ist das konkurrenzlos in Deutschland. Da kommt es nicht ran. Und so viele versuchen es mit dem Kastenspieß und kriegen es nicht hin. Das ist der Geschmäcker im Nachklang. Das war, glaube ich, so minimal diese Soße noch hinterher. Aber da sie nur noch unten drin war, so ganz minimal. Dieses Joghurt-Feeling. Oh, zusammen mit dem Fleisch gerade. Vermischung. Kleiner Sidekick von der Soße. Aber ihr wisst, wie es letztes Mal war. Und ich fühle das. Ich fühle euch alle. Ich habe so viel Nachrichten gekriegt. Wie konntest du nur? Das ist doch nicht der beste Döner Deutschlands. Ich habe es im Undercover-Test gemerkt. Er hat gar nicht performt. Wirklich. Katastrophe. Deshalb musste der Undercover-Test kommen. Aber so wie er jetzt, ich kann nur davon sprechen, Leute. Jetzt ist es Nummer 1. Wir brauchen seine Special-Kreation noch, weil die soll auch noch mal ultimativ scheppern.
schmecken ja auch gut. Gehen wir in Runde 3. Und das Feedback gibt es natürlich noch, auch noch an Jakob. Das kommt halt mit Bewertung zum Schluss. So, Jakob, mein Lieber. Also auch wieder, um dich zu entlasten. Ja. Ultimativ stark. Ultimativ stark. Aber wir wollen jetzt noch, bevor der Hunger schnell reinsackt, machen wir schnell noch den letzten Döner, bevor der Hunger reinsackt. Meine Entwicklung. Deine Entwicklung. Deine neue Innovation. Auch einmalig. Döner-Innovation. Das ist eine Döner-Innovation, ja, ne? Ja, aber nicht so ein Schmuckes. Richtige Sache. Richtiges Essen. Passt zu meinem Konzept. Ehrliches Essen. Ja. Passt zu deinem Konzept. Machen wir. Bisschen nehmen sie raus noch. Richtiges, volles Geschmackserlebnis. Okay. Das macht ihr immer bei diesen? Immer. Okay. Boah, es riecht so tomatig schon, Leute. Ultimativ tomatig. Oh ja, das sieht gut aus. Knoblauch drin. Und jetzt bist du tot. Jetzt. Okay, ich bin gespannt. Jetzt vorbei. Jetzt, das war's. Sehr gut. Hier noch Broti. Da wird Brot gemacht. Jetzt. Sehr schön. Den nehmen wir mit, ja. So denke ich das. Den nehmen wir mit, sehr schön. Okay, kriegst du gleich. Jo. Jetzt müssen wir hier ein bisschen ausziehen mit den Döner. Ja, ist halt sehr präsent am Anfang natürlich. Ein gewissen Eiwa-Touch auch, mit Sicherheit auch Paprika drin sein. Dann wird hier durch die Tomatensauce. Natürlich nicht geschaffen, dafür bricht es ein bisschen auf. Mit mehr Teig da drin hätte das nicht rausgenommen, wäre es nicht passiert. Also erstmal hast du 100% dieses Eiwa-Feeling, dann hast du Tomatenkick, aber unerwartet wirklich nur dezent. Dezent begleitend, beziehungsweise dezent begleitend ist falsch. Es ist mehr oder weniger nur der Tomatengeschmack da, aber nicht das in die Fresse, sondern eher so geschmeidig. Wahrscheinlich durch das Fleischfett und das, was du noch im Mund hast, natürlich Fleisch, wird das abgedämpft, aber es übernimmt noch. Es ist noch oben, aber es ist nicht so voll in deine Fresse. Richtig intensiv Chili, aber wirklich Chili, nicht einfach Schärfe, sondern der Geschmack von der Chili. Dann zwischendrin wieder diese Fleischesmacht, dieser intensive Biss auch wirklich, so ein richtiger fleischiger Biss. Hier unten wird es unmenschlich wieder. Der Biss, habt ihr gesehen, der ist hier überlappt, das ist schon richtig angefeuchtet, richtig feucht, richtig aufgeweicht. Man sieht hier auch, das ganze Fett runtergelaufen. Dann läuft natürlich die Tomatensauce von oben auch noch mit runter. Ich habe ihn vorhin gefragt, kommt noch Butter mit rein? Nein, Fleisch hat genug Fett, sagt er. Hat er vollkommen recht. Fett läuft runter, ihr seht, wie fettig das ist. Das war ein tomatenaufgeladener Geschmack durch das Fett. Das ist ein ganz phänomenales Erlebnis. Du hast diesen Tomatengeschmack, der erstmal reinkommt, dann flaut er ab, wird langsam flacher. So, das Fleisch möchte sich auch seinen Anteil in diesem Biss, in deinem Erlebnis erkämpfen. So, es möchte am Start sein. So, dadurch wird die Tomatensauce abgedämpft, aber diese Mischung aus Tomatensauce und dem Fett, das ist einfach eine geniale Mischung, Leute. Intensives Fett, Tomatensauce wird verstärkt. Ein ganz neues Erlebnis ist geboren. Das ist krank, krank. Je weiter man reingeht, desto geiler bist, weil das Brot sich komplett aufsaugt. Komplett mit Tomatensauce aufsaugt und im Fett. Du hast zum Schluss so gefühlt Tomatencreme, halt durch die Tomatensauce, Fett und den Teig, der sich vermischt. Du merkst im Mund so, du hast jetzt gerade nicht nur Tomatensauce, du hast auch dieses weich gewordene Brot, vermischt sich zu so einer Creme. Es wird eine Creme. Zwischendurch hast du nur noch den punktuellen Knack von den Zwiebeln und diesen geilen Gesamtgeschmack. Es ist nicht mehr zu vergleichen, es ist kein Fleisch mehr, es ist kein Tomatensauce mehr, es ist eine neue Kreation. Und Leute, wir kommen nicht drum rum, wir knallen noch einen schnellen Undercover-Test hinten rein. Anders geht's nicht, muss noch mal einen extra Tag herkommen. So eine Scheiße, ey. Weil so, wie ihr das Ergebnis gleich seht, wird's nicht ins Rang gekommen. Mach ich nicht nochmal. So, Leute,
bevor es hier losgeht, ich habe es im Nachhinein aufgenommen, aber es soll jetzt so wirken, als hätte ich es in dem Moment aufgenommen. Denk dran, Eismann. Jeder, der Lebensmittel isst, und das ist jeder von euch, jeder, der TK-Lebensmittel aber nutzt, kauft das nächste Mal nicht irgendwo, sondern macht es bei Eismann, denn ihr kriegt auf 50 Euro Mindestbestell mit 25 Euro Rabatt auf meinen Nacken mit dem Code Holle, Link in der Videobeschreibung. Jetzt geht's weiter im Video. Ich bin dein Video. Ja, bist du auch von meinem Video? Du kriegst ab heute umsonst auf Jakobs Nacken jeder Döner umsonst. Freikarte heute. Ist so, ne? Der ist krass, ne? Nein, 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 nein. Warte, ich komm gleich. Ja? Guck mal, was hinten steht bei ihm. Was ist da? Kämpfen und siegen, ja, Mann. Für die türkische Flagge. Für die deutsche. Geil. Alles klar, bis gleich, Mann. Ah, oh, geil, freut mich. Bis gleich. Ja? Geil, Mann. Freut mich. Ich werde euch jetzt mal hier Feedback geben, ne? Ja, ihr kriegt Feedback. Es wird aber gleich noch ein Undercover-Test hinterher folgen. Aber ihr kriegt erstmal Feedback für diesen Versuch. Und Leute, wirklich nur für diesen Versuch, guckt danach auf einen Undercover-Test. Aber so wie es heute war, habe ich gesagt, konkurrenzlos. Nein. Ja, so wie ich gesagt habe, konkurrenzlos. Ah. Ich habe schon Angst gehabt. Der Erste hat komplett gekillt. Der Erste hat komplett gekillt. Also, Ersten hätte ich wirklich 9,4 hätte ich gegeben. 9,4. Bei ersten Versuch. Vielleicht sogar 9,5, aber das ist schwierig. Dann müsste ich Pferd, weil Pferd braucht 0,2 noch Abstand. Das geht aktuell nicht. Der braucht 0,2 Abstand. Aber pass auf, den Nummer 2 hätte ich auch so 9,3 ungefähr gegeben. Und auch den letzten, der mit Tomatensauce. Die Innovation ist krass. Iskender-Soße, Tomaten. Ja, Iskender, genau, Iskender-Soße. Das im Döner, Leute, diese Creme, die entsteht durch Teig, durch Tomatensauce, durchs Fett, einmalig. Das ist krank. Und das ist ja auch der Mann der Stunde, der leitet die Geschäfte hier. Ja, ja. Der TikToker. Der ist jetzt mittlerweile auch ein Star. Also den hätte ich auch 9,3, musste auch kriegen, der Letzte. Also da habt ihr ganze Arbeit geleistet. Also einmal hip hip, hurra, ja? Und wir sind ein Team! Ah, nee, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Hammer, oder? Ja, der war stark, Leute. Wie ich gesagt habe, der Döner ist, an den habe ich gearbeitet. Ihr müsst nur abliefern, dass jeder den so kriegt. Und das werden wir im Undercover-Test gleich sehen. Mach das, egal wann. Ich komme, egal wann. Egal wann, freue ich mich. Okay, geil, Jungs. Wir sehen uns dann später nach Undercover-Test, komme ich vielleicht nochmal rum, nur wenn es gut war. Aber. Surprise, surprise, motherfucker, the king is back. So Leute, wir sind am Start, wie besprochen, an anderen Tag. Wirklich, ich bin hier ein paar Wochen später am Start. Und jetzt haben wir überlegt, wie machen wir das? Wir machen das kurz und schmerzlos. Und wir müssen uns jetzt einen Plan machen, wie wir da direkt vorne vorfahren, ohne dass uns halt jemand sieht. Weil jeder kennt mich da von den Jungs, die da arbeiten. Jeder. Und deshalb müssen wir aufpassen. Und wir müssen aber so nah wie möglich dran, dass der Döner wirklich raus aus dem Laden und auf die Hand. Deshalb überlegen wir uns jetzt einen Plan. Wir fahren dann nochmal hin. Und dann ist das Finale. Dann sehen wir, ich bin so heiß, ich bin so sau gespannt, wie der jetzt abliefert. Ja, beim letzten Mal hat er ja voll eingeschissen beim Undercover-Test. Aber lange Rede, kurz Sinn, wir sehen uns direkt da gleich. Guck mal, wir sind so dumm auch. Ich gehe einfach auf die Rückbank, hier ist abgedunkelt. Dominik guckt jetzt hier, ob ich zu sehen bin. Wenn wir gleich da sind, mache ich einfach den hier. Und dann wird er mich anrufen, wenn der Döner schon belegt ist quasi. Er sagt, man sieht mich gar nicht. Wenn der Döner schon belegt ist, dann werde ich, also so die letzten Steps noch sind, klingelt er mich an. Und dann komme ich raus aus dem Auto und sprinte zum Laden. Und dann werden wir, so machen wir das, ne Dominik? Man sieht mich nicht von draußen, ne? Überhaupt gar nicht. Also, ich muss erst einen Millimeter vor dem Fenster. Oder ich muss so einen auf den hier machen, ne? So, und dann kann man mich eigentlich gar nicht sehen. Man kann von den Seitenfenstern nicht reingucken, ne? Nein. Ja, dann mache ich einen auf den hier. Guck mal so, Leute. So mache ich das. Mit der Schnauze so nach vorne zu packen, Ja, genau. So machen wir das. Perfekte Rino. Und der Besitzer, der Jakob, sagt noch zu mir, also dass ihr einen Insider-Einblick mal habt. Die Leute wollen natürlich irgendwo die Tipps haben. Er sagt so, komm, kannst du mal hier einen kleinen Tipp geben, wenn du kommst, nur einmal anklingen, kleine Warnung geben oder so. Ne? So nach dem Motto, wird ja keiner erfahren. Nein, Jakob. Wenn du das siehst. Ich habe nicht mal eine Instagram-Story. Gar nichts habe ich heute gepostet, dass ich hier hin bin. Ich habe eben schon Panik geschoben, habe gedacht, habe ich doch eine gemacht und das verplant. Nein, habe ich nicht. Keiner weiß davon. Wir sehen uns jetzt mit dem Döner. Ich habe gerade richtig Gänsehaut. Wir fahren jetzt hier in die Straße ein. Ich zeige es euch mal. Und dieses Feeling, alleine schon der Gedanke, machen die das Brot richtig? Ist das jetzt da frisch? Weil bei mir kam es ja gefühlt aus dem Ofen, als ich da war. Wie kommen die einzelnen Sachen raus? Da sind so viele Stellschrauben. Oh, jetzt verdecke ich mich ein bisschen nicht, dass mich doch jemand sieht. Da ist wirklich viel Spielraum jetzt, was schief gehen kann. Und ich frage mich, ob die es alle wirklich alles auf die Kette kriegen. Sehr gut, ja. Hier kann mich gar keiner sehen. Da vorne links, da werde ich gleich hingehen und da den Döner entgegennehmen. Und links um die Ecke direkt ist der Laden. Mein Mann geht jetzt los. Er ruft an, wenn das Salat in Brot gepackt wird. Dann gehe ich raus, bis da vorne, da kann nichts mehr manipuliert werden oder so. Nochmal an die ganzen Spezialisten, die dann sagen,
Namen übertreibst du, so geht auch selber hin. Mich kennt jeder einzelne Mitarbeiter da, jeder einzelne Mitarbeiter kennt mich. Deshalb ist das absolut nicht möglich. Und selbst wenn die hier vorbeifahren, meine Berichterstattung ist komplett wirklich safe. Deshalb achte ich auch darauf, dass ich jetzt nicht warte, oh, wenn mich jemand sieht, egal. Nee, da bin ich ganz genau. So, ich halte mich bereit, ich warte nur, dass mein Handy klingelt. Ich habe mir sogar den Schlüssel hier vom Kollegen um den Hals gehängt, weil ich abschließen muss, wenn ich gehe. Ich kenne mich, wenn das Handy gleich klingelt, habe ich alles vergessen. Deshalb habe ich jetzt meinen Schlüssel hier um den Hals hängen. Jetzt geht's gleich los. Oh. Walla Krise. Oh, es klingelt. Oh, das darf ich nicht sehen. Es klingelt, ich komme raus. So, zumachen das Ding. Oh, geh ab, ey. Oh, ich dummer Idiot. Komm, ich geh rüber. Schnell, das schaffen wir noch. Ich warte hier um die Ecke, weil wenn die mich jetzt sehen und ich da teste, werde ich zugelabert. War ein kleines Stück um die Ecke. Hallo, 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 läuft der Sound noch? Hallo, läuft der Sound? Hallo, hallo. Ja, die Sonne hat geblendet. Wenn der Salat draufkommt, war die Anweisung. Dann ruft der Dominik mich an. Da ist es. Oha, nur die Kamera. Ich guck mal, ich bin hier noch drunter. Da kommt der Dominik, ich bin hier am Start. Scheiße, ey. Ja, ja. Oh, Dominik ist am Start. Oi, oi, oi. Sitzt da vorne, ja? Oh, der Chef sitzt da vorne? Ja, ja. Oha, jetzt gucken wir hier mal. Ich hab so richtige Paranoia. Also. Oh, ja, glaube ich. Wir gehen noch mal hier einmal nur hier um die Ecke. Also, Brot fluffig, merkt man, schön weich, warm. Interessantes Fleischfeeling. Ich glaube, ich habe das geschmeckt, weil ich das letzte Mal nicht geschmeckt habe. Ärgert mich ein bisschen, dass sich dieser Ausdruck jetzt nicht so geil anhört. Aber es schmeckt einfach wie so ein Brühwürfel. Ich schwöre auf meine Mutter, der wird da in die Marinade zum Einziehen Brühwürfel oder so reinhauen. Dickfleisch. Buttrig, fettig. Also schon mal eine Warnung. Letztes Mal, wenn man die Undercover-Bilder einblendet, so dick Fleisch, Katastrophe. Ich sag noch nichts. Brot leicht pappig, Raucharoma vom Holz, sehr geil. Schön ölig, lieblich. Der Geschmackspeak, dieses Steak-Peak, was wir hatten, wo wir vor Ort getestet haben, fehlt aktuell noch. Egal was aber ist, haltet euch eins vor Augen. Ganz wichtig, dass ihr immer dran denkt, wenn ihr einen Self-Made-Döner habt. Ich bin sehr tief in der Thematik drin. Ihr werdet nie einen Döner haben, der jeden Tag gleich schmeckt. Außer ihr habt 1000 Gewürze, Geschmacksverstärker, okay. Aber wenn euer Fundament vom Geschmack auf Fleisch basiert, dass ihr das Fleisch, den Fleischgeschmack rauskitzelt und alles andere zurückhalten haltet, den puren Fleischgeschmack, wird der Geschmack immer variieren. Langsam flaut der Geschmack ein bisschen ab, leider. Leider flaut der Geschmack ein bisschen ab. Ich muss das gleich sortieren, wie ich das Ganze einordne. Geiler Petersilienkick. Und für den Vergleich, beim letzten Mal habe ich meinen Döner später gegessen als dieses Mal. Dieses Mal kam der Döner raus, ich habe gegessen, das sind 10 Meter. Letztes Mal, ich muss ja immer noch ein bisschen Fotos machen, filmen. Ein, zwei Fotos fürs Thumbnail, fürs YouTube-Bild. Habe ich diesmal nicht gemacht, ich habe den Döner schneller gegessen als letztes Mal. Falls jemand jetzt denkt, oh, letztes Mal hast du ihn auch schneller gegessen, nein. Ich gucke jetzt auf mein Ranking und dann sage ich euch, was Sache ist. Also Leute, ich lasse jetzt meinen Kollegen hier einmal stehen. Ich muss einmal in mich gehen. Ich habe eine ziemlich genaue Einschätzung, Leute. Also erst machen wir eins, à la Turca, zu lange nicht undercover getestet, muss beiseite. Kein Plan, wie der gerade performt. Sowas muss regelmäßiger überprüft werden. Oh, da ist noch ein Chef. Mein Chef, grüß dich. Hi. So, spätestens wurden wir jetzt erkannt. Sag Chef nicht Bescheid, okay? Also aller Talker muss zur Seite. Thornbull muss auch beiseite, weil einfach... Ich bin da im Zwiespalt, sagt mal, was ihr dazu sagt. Ich sag euch meine offenen Worte. Ich habe 1000 Mal Thornbull getestet. Ich will nicht jedes Mal das gleiche Ding bringen und jetzt wieder mit einem Thornbull-Undercover-Test kommen. Aber es gibt keinen Laden, wo ich so viel Negativ-Feedback auch wie über Thornbull. Ich mach den erstmal beiseite und muss da irgendeinen Weg finden. Vielleicht gehe ich privat hin und teste den mal einmal und ranke das dann so ein. Ich kann es euch nicht sagen. Also ich kann das irgendwann mal nebenbei noch machen, so für eine Minutensequenz. Blende ich das kurz ein. Und der Yamedina ist für mich heute auf Platz 10. Er hat zum Schluss die Power verloren. Anfangs das Feeling, auch wenn es nicht so geil anhört mit der Brühe, war schon geil, war letztes Mal aber auch noch feiner abgestimmt, da konntest du es nicht rausschmecken, es war einfach heftig. Aber dann zum Schluss hat er die Power verloren. Er hat die Power verloren im Döner. Die Intensität wurde zu gering, aber es ist ein Weltdöner, Leute. Ein Weltdöner, er hat deutlich an Klasse wieder gewonnen. Wenn er jedes Mal so wäre, wie ich vor Ort war, ich habe rückwirkend noch gedacht, den kannst du nicht mal schlechter als Pferd werten an dem Tag. Macht euch euer eigenes Bild, Leute. Geht rum, ihr bei Yamedina testet. Das wird hier nicht der letzte Test gewesen sein. Küsst eure Herzen, lasst mir gerne einen Daumen oben scheppern, wenn euch das Video Spaß gemacht hat. Lasst mir einen Kommentar da, was ihr zum Video sagt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.